Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der ersten FC Köln Trainerkarriere. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Wir werden heute in der zweiten Runde gegen Darmstadt spielen. Wir gucken uns allerdings die Tabelle mal an im DFB-Pokal. Union Berlin hat Hoffenheim geschlagen, Dortmund trifft auf Oldenburg, Mainz auf Schalke, Sandhausen auf Freiburg, Leverkusen, Heidenheim, Wiesbaden, Leipzig, Bremen, Freiburg. Sonst gibt es was Auffallendes. Ja, Hamburg besiegt Gladbach 1:0. Wolfsburg schlägt Düsseldorf 4:1. Und Bayern gewinnt 4:3 in Elfmeterschießen gegen Stuttgart. Bochum schlägt Berlin. Und Frankfurt schlägt Karlsruhe 3:1. Okay. Dann treffen wir heute hier auf Darmstadt natürlich eine Pflichtaufgabe hier. Allerdings denke ich, dass ich mit Ulreich spielen werde im Pokal und in der Conference League. Dann lasse ich Kilian wieder eine Möglichkeit. Jabot links, Pedersen rechts, Atal. Mittelfeld Lemperle darf mal beginnen. Martel Lindström. Dann werde ich mit Schiri spielen. Maina und vorne mit Tigges, der hat auch schon lange nicht mehr gespielt. Wen werde ich sonst noch mitnehmen hier? Gonzales für Duda. Dann Horn für Graf. Hüseyin Basic nehme ich mit für Uth. Und Nürnberger für Thomas. Ansonsten bin ich recht zufrieden. Ne? Und so gehen wir dann in das Spiel. Die Trikots passen so, wie die sind, obwohl spielen wir mit dem Auswärtstrikot. Ne, spielen wir so. Spielen wir doch mit dem Heimtrikot. Und damit gehen wir rein. Hier gegen Darmstadt. Ich bin natürlich heiß auf dieses Spiel, das ist völlig klar. Wir wollen natürlich dieses Spiel hier zu unserem Gunsten gestalten, bestimmen, das ist unsere Aufgabe hier, hat Klopp im Interview gesagt in der Pressekonferenz Darmstadt mit Kroll, Ronstadt, Jasula, Ischabort, Zimmermann, Hollandsson, Kempe, Medem, Wilhelmsson und Tietz. Die Aufstellung von Darmstadt 98 hier. Sie sind natürlich auch heiß. Sie wollen uns ein Bein stellen. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Darmstadt natürlich kämpferisch hier. Und die Kölner mit Ulreich, Atal, Chabot, Kilian Pedersen, Lemperle, Martel, Schiri, Maina, Lindström und Tigges. Auf der Bank ein Horn. Denaya, Hector, Nürnberger, Gonzales, Hüseyin Basic und Nürnberger. Das ist die Elf. 4-4-1-1 System. Horn darf in der Bundesliga ran, Ulreich im Pokal und in der Conference League und somit auch in den Pokalwettbewerben. Darmstadt wird die Partie öffnen bei strömenden Regen. Let's go. Ich bin heiß und ich hoffe, die Jungs da unten auf dem Platz auch. Darmstadt natürlich keine Mannschaft, die man unterschätzen darf. Und da gehen wir natürlich auch zweikampfstark direkt in die Zweikämpfe. Wilhelmsson
gegen Schalke leider Punkte liegen gelassen. Aber das Spiel sollten wir abgehakt haben. Ulreich ist da. Und dabei war schon im Aus, deswegen Abstoß. Kilian, Chabot, Lempale und Martel. Sieht Tigges nicht optimal gelaufen. Son. Es wird kein leichtes Spiel. Freistoß für Köln. Getreten von Chabot. Lempale. Zieht ab, aber in die Arme von Kroll. Also das war nicht stark. Das war nicht stark genug jetzt. Maina. Oh, Pedersen. Schlecht. Schlecht von Pedersen. Das hat mir nicht gefallen. Stark von Chiri. Jetzt Tigges. Ah, zu weit. Zu weit, zu weit, zu weit. Also momentan gefällt mir die Leistung aus dem Spielen gegen Schalke. Und hier jetzt auch nicht mehr ganz gute Möglichkeit, Tigges. Ecke. Okay. Für den ersten FC Köln hier, getreten von Chiri. Da kann ein, ich weiß es nicht genau, wer es war, nichts dafür. Hier nochmal der Schuss von Frank Rundstadt. Anscheinend hat die Torlinientechnik angezeigt, dass der Ball hinter der Linie war bereits. Und deswegen Abstoß. Tigges, sehr stark auf Maina. Aber ich bin noch nicht so zufrieden mit der Leistung. Abseits, warum auch immer, das war doch gleiche Höhe. Naja, Ischabot. Weitermachen, Jungs. Weitermachen, weitermachen. Lempale. Stark. Abgedreht, aber dann kommt so ein Schuss oder so eine ungenauer Ball zustande. Lempale. Wir spielen hier noch unkonzentriert. Wir spielen noch unkonzentriert. Chiri. Martel. Mal ein Annäherungsschuss von Erik Martel hier. Wahrscheinlich muss ich in der Halbzeit umstellen. Beziehungsweise Klopp muss in der Halbzeit umstellen. Maina. Und er zeigt schon an. Mithelfen. Mithelfen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jungs, Jungs, Jungs. Und dann kommt so ein Frustfoul dazwischen und ich glaube, es wird die rote Karte geben. Es wird gelb für Luca Kilian geben. Also noch bin ich nicht zufrieden. Noch wird Tigges nicht so häufig eingesetzt. Noch passieren sehr viele Fehlpässe. Unkonzentriertheiten bei der Ballannahme. Also ich bin nicht zufrieden. Hier seit dem Spiel gegen Schalke. Das war jetzt mal stark. Lempale. Aber dann dauert es ewig, bis sie mal abpassen. Und daran müssen wir noch arbeiten. Wir sind doch so gut in die Saison gestartet. Mit einem 3:0 gegen Frankfurt. Mit einem starken Auftritt in Augsburg. Einem starken Auftritt gegen Dortmund und auch in der Conference League sind wir auch recht gut unterwegs. Nur hier im Pokal
haben wir noch nicht so beeindruckt. Ich hoffe, im zweiten Durchgang wird es besser. Ich werde mal kurz einen Cut machen, was an meiner Mannschaft tun. Und dann gehen wir hoffentlich mit breiter Brust in die zweite Halbzeit und werden gewinnen. Ich habe ein wenig umgestellt. Ich werde jetzt mit 4 Stürmern spielen, anstatt nur mit einem. Wir müssen jetzt offensiver werden, müssen jetzt endlich mal Leistung zeigen, meine ich natürlich. Und da kommt Adamian, der frisch in die Partie gekommen ist und bringt uns hier in Führung. Die Änderung hat was eingewirkt auf die Mannschaft. Es steht 1:0. Let's go. Also, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr noch nicht zufrieden seid mit dem Spiel, dann schaltet auf ein 4-2-4. Das mache ich so oft und es klappt immer wieder. 1-0 Köln. Hervorragend. Die Ballannahme und dann der Abschluss. Gerade eingewechselt. Schon klingelt es. Adamian. Auch schon Torschütze gegen Schalke gewesen. Er trifft auch hier. Also ein perfekter Joker. Der gute Arminia. Aber dass wir gegen einen Zweitligisten auf ein 4-2-4 umstellen müssen, damit es läuft, das ist schon erbärmlich. Aber Hauptsache, wir gewinnen dieses Spiel. Jetzt Abseitsposition gepfiffen. Und der Wechsel bei Darmstadt. Ben Baller. Was ist das für ein Name? Neu in der Partie. Tigges. Lemperle. Da habe ich den Ball nicht hingewollt. Das Tor ist leer. Boah, was für eine Parade von Kroll. Das wäre es gewesen. Glück für Darmstadt. Boah. Ich dachte schon, der Ball wandert ins Tor. Was für ein Fehler hier von Kroll und dann. Was für eine Rettungstat des Darmstädters. Die 63. Ich muss mir jetzt wirklich nochmal Gedanken machen, wen ich wechsle, wen ich bringe. Und ich bring, glaub, einen gewissen Hüseyin Basic für Martel. Denaya kommt nochmal rein für Chabot und dann gehen wir so weiter in die Schlussphase und dann hoffentlich werden wir gewinnen. Tigges mit dem Versuch und jetzt kommen die Wechsel bei Darmstadt. Seidel kommt für Willemsson und Köln wechselt auch. Chabot und Martel raus, Denaya und Hüseyin Basic neu in der Partie. Somit haben wir noch einen Wechsel übrig und den hebe ich mich oder den hebe ich mir dann für die Schlussphase auf. Denaya schon lange nicht mehr zum Einsatz gekommen. Genialer Ball auf Adamian. Er bricht nochmal ab, weil er Maina sieht. Lempale. Fehler. Hüseyin Basic. Keeper ist wieder da. Die 75. Und was für ein Zeitverzieher von Adamian. Der Typ, der gefällt mir. Hier. Guckt es euch an. Brutal. Also bis dato gefällt mir die Köln- und Augsburg-Karriere am meisten. Das ist das, was mir jetzt am meisten Spaß macht. Holland. Fabian Holland auch schon eine Legende hier in Darmstadt seit 2016.
oder 15 hier im Team der Darmstädter Lemperle. Damian, heilige Maria. Wie locker er den Ball annimmt und den Ball dann verarbeitet und ins Tor schießt. Also unsere Stürmer, die sind einfach nur Weltklasse. Guckt euch diese Annahme an. Ohne Druck, ohne Nervosität geht er am Keeper vorbei und er steht 2:0 für den 1. FC Köln. Let's go. Adamian, 82. Genauso will ich das sehen. Genauso wollte ich das auch haben. Das nicht. Unser nächster Gegner ist Gladbach. Wird natürlich auch sehr an die Körner der jeweiligen Spieler gehen. Aber ich vertraue meiner Mannschaft. Tabellenführer. Die machen das einfach genial. Alles sauber hier. Ich freue mich ganz besonders auf die nächste Folge dann. Und somit pfeift der Schiedsrichter ab. Wir bezwingen Darmstadt mit 2:0 im DFB-Pokal. Und sind somit eine Runde weiter. Jetzt wird es natürlich interessant, wer unser Gegner wird. Gute Leistung hier natürlich. Hat jeder hier ein Schützenfest erwartet, aber dank Sargis Adamian, der zweimal torgefährlich heute war, der zweimal zugeschlagen hat, gewinnen wir dieses Spiel gegen den SV Darmstadt 98. So habe ich mir das vorgestellt. Sandhausen schlägt Freiburg 2. Okay. Sehr schön. Freue mich schon ganz besonders darauf, dass nächste Video lesen, ein Angebot aus Alveda, das werde ich ablehnen. Turnierpreisgeld, Spielerchat, ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Gladbach nicht auf der Bank sitzen werde. Ich denke darüber nach. Wir werden natürlich überspringen, das ist klar. Und dann in der nächsten Folge das Match, oder ja, das Match gegen Gladbach angehen. Gucken einmal nochmal in den DFB-Pokal. Es ist der VfL Bochum. Hervorragend. Auch wieder eine machbare Aufgabe. Bayern gegen Freiburg, Frankfurt gegen Mainz, Leipzig gegen Hamburg, Sandhausen gegen Wolfsburg, Union gegen Dortmund, Augsburg gegen Aue, Bielefeld gegen Leverkusen. Okay. Sehr schön. Und somit freue ich mich dann auf die nächste Folge. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge gegen Gladbach wieder. Bis dann, macht es gut, bleibt am Ball und vor allem gesund.